Deutsche Ärzte, die den in Lebensgefahr schwebenden Kreml-Kritiker Alexei Nawalny im Krankenhaus im russischen Omsk besucht haben, halten diesen nach Angaben der Organisation Cinema for Peace für transportfähig. Die Berliner Organisation versucht, Nawalny zur Behandlung nach Deutschland zu bringen. Den deutschen Ärzten aus Nürnberg, die an Bord des Fliegers waren, wurde der Zugang zum Patienten zunächst verweigert. Vor wenigen Minuten haben sie nun endlich Zugang erhalten. Nawalny liegt in dem Krankenhaus in Omsk im Koma. Er ist einer der prominentesten Kritiker von Russlands Präsident Wladimir Putin. Sein Umfeld vermutet eine gezielte Vergiftung. Die Ärzte in Omsk dagegen gaben an, dass vorerst kein Gift in Nawalnys Körper gefunden wurde. Julia Nawalnaja glaubt das nicht, wie sie in Omsk sagt. Wir können diesem Krankenhaus nicht vertrauen. Wir verlangen, dass er uns übergeben wird, damit wir ihn in einem unabhängigen Krankenhaus behandeln lassen können, dessen Ärzten wir vertrauen. Nawalnaja wandte sich in einem offenen Brief an Präsident Putin und forderte die Erlaubnis für Nawalnys Transport. Die Ärzte in Omsk lehnten einen Transport zunächst ab, sein Zustand sei instabil. Eine Sprecherin Nawalnys erklärte, so solle nur Zeit gewonnen werden, damit Gift in seinem Körper später nicht mehr nachgewiesen werden könne. Sollte Nawalny ausgeflogen werden, ist die Berliner Charité bereit, ihn zu behandeln. Die Bundesregierung steht im Fall Nawalny mit den russischen Behörden im Kontakt.